Heute testen wir den Holmer Rüben-Vollernter. Gucken wir uns das Ganze kurz mal im Shop an. So. Da. Hier haben wir den Holmer Terra DOS. Oder das. Kontaktvolumen stimmt nicht ganz. Es sind ja natürlich Rüben. Ja. Dann sage ich es trotzdem mal so. Kontaktvolumen 19.000 Liter. Maximale Leistung 338 kW, entspricht 460 PS, Unterhaltskosten pro Tag 250 €. Und die Verwendung ist natürlich Ernten von Zuckerrüben. Modell Matthieu und Ingame Burner. So, das Ganze kostet 205.000 €. Ja, hier haben wir nochmal das Ruderaggregat. 3 Meter, 50 € pro Tag, Ernten von Zuckerrüben. Modell Martino, Main Skip Burner, Ingame Matthieu Burner und Help Burner, Patrick 1634 und Kevin 7777. Gut. Und hier haben wir das Ganze mal schön stehen, das schöne Stück. Wie ich finde, einer wirklich sehr, sehr schöner Mod. Der kann auch so einiges. Wie wir gleich feststellen werden. Zuerst die Texturen, alle sehr scharf. Naja, hier ein bisschen unscharf, aber das macht nichts. Das wird alles wieder weggemacht vom Schönen. Ja. So. Sehr schön hier alles. Sehr detailgetreu und sehr originalgemäß. So. Steigen wir mal ein. Gut, jetzt sitzen wir hier drinnen. Und hier außen können wir schon eine Menge machen. Allerdings, ich habe einen kleinen Fehler bei mir, weil ich noch einen anderen Mod drin habe. Also ich habe sehr viele Mods drin, aber es gibt einen Mod. Hier kann ich auch ganz kurz mal zeigen. Mit Numpad 0 können wir nämlich hier das Hilfspanel anzeigen und guck mal, was jetzt ist. Ja, ich habe ja noch einen anderen Mod drin, so zeigt er auch noch die Karte an. Hier kann man ganz schwach erkennen. Hier oben Taste Y. Jetzt kann ich gar nicht erkennen. Je nachdem, was ich erkennen kann. Tastenumschalt links, das ist, soweit ich das rausgefunden habe, das ist Shift, sprich die Taste, womit ihr rennt, und dann die einzelnen Zeilen dahinter. Also, Umschalt links, 5, Arbeitsscheinwerfer Front, Umschalt links, 6, Arbeitsscheinwerfer hinten, Umschalt links, 7, Entlade Ausleger. Arbeitsscheinwerfer, Umschalt links, 8, Arbeitsscheinwerfer links, Umschalt 9, nee, Umschalt links, 9, Arbeitsscheinwerfer rechts und Umschalt links, 0, Sternstreb, Arbeitsscheinwerfer, so. Numpad 1, Blinker links, Numpad 3, Blinker rechts, Numpad 2. Ja. Ich weiß es gar nicht. Genau, Warnblinker. So heißt das Ganze. Ich glaube, das heißt so Y, war Lenksperre. Gucken wir ganz kurz mal. Yep. Gut. Das hat ihn schon angelassen. War ja eigentlich gar nicht. Gut. Mit Alt. Links können wir uns vorbeugen. Ein sehr schönes, wirklich sehr schönes Feature. Kann sehr schön alles überblicken. Gut. Dann. Jetzt sage ich, das funktioniert endlich. Motor starten tun wir entweder mit W, S oder Enter. Nein, beim Schreibmaschinenblock, das Enter, das funktioniert nicht zum Starten.
So, gut. Aber übrigens, was ihr vielleicht bemerkt, meine Stimme, die klingt jetzt ein bisschen anders. Ganz einfach, weil ich das Mikro, weil ich, ja, das Mikrofon eingestellt habe. Endlich mal richtig. Vorher hatte das Aufnahmeprogramm das nicht richtig übernommen. Und ich, nee, ich bin mir da schon wohl sicher, dass das Aufnahmeprogramm, das nimmt meine Stimme mit auf. Das ist wirklich cool. Wie zum Beispiel Fraps macht das nicht. Zurück zum Mod. Gut, mit Leertaste kann man natürlich auch noch den IC einschalten. Ja, muss ich jetzt gerade suchen, habe ich noch nicht getan. Oh, hier haben wir eine ganze Menge Knöpfe. Oh, Entschuldigung. Ein Ladeauslege einklappen. Linke Seite anschalten. Können wir gleich. Hintere Seite einschalten. Rechte. Enter anschalten. Ruderaggregat zuklappen. Balloop. Keine Ahnung. Starrfahrtlenker einschalten, sprich die Lenkradsperre. Balloop. Keine Ahnung. Genau, Wendefahrt. Synchronlenkung einschalten. Und linke Maustaste. Lenksperre. Ja, da war es hier eigentlich ganz falsch. Starrfahrt lenken. Nein, Schoko. So, starten wir das Ganze. Hallo? Ach so. Hallo? Ne, will auch nicht. Ich sehe ja, wo gerade meine Maus ist. Da steht jetzt gerade Ernte einschalten. Ich klicke rum, funktioniert leider nicht. Ah, schade, wohl defekt. Manuell. So, schöner Sound. Mal sehen. Ah, das funktioniert. Ach so, Ernte. Ach so, die meinen. Nicht starten, sondern hier, so das einschalten. Finde ich sehr, klingt sehr schön. Indoor-Sound ist natürlich auch verbaut. Tut mir sehr leid, wenn ihr jetzt gerade den Sound nicht hören solltet. Jedenfalls, ich höre ihn. Blöd, wenn ihr es nicht tut. Na, ja. Ernte wieder abschalten. So, schon Gang. Ja, das Gleiche können wir auch mit. M N und K steuern. So, jetzt ist er wieder in der Ausgangsposition. So. N, IC, jetzt erstmal durchtesten. So. Lenksperre. Anschalten, ausschalten. So, jetzt haben wir das wahrscheinlich ausgeschaltet. Ein sehr schönes Feature dabei ist auch, wenn man lenkt, dass das Ganze sich so verformt. Sprich, vorne bewegt sich's. Und wir rollen langsam. Dabei gibt es auch das Geräusch, wenn man zum Beispiel einen Frontlader betätigt. Das gleiche Geräusch gibt es dabei auch. Das ist jetzt gerade der Erntemodus. Dass sich die hinteren Räder auch benutzen. Der andere ist nicht gar sehr viel anders. Bremsen. Rückwärts fahren. Ich war jetzt ganz kurz eben zurück. Okay, nächstes. Starlenken. Genau, das meinen sie. Ja, dann bewegt sich das vorne nicht mit. Sehr schön. Ich schalte aber wieder ein. Ich mach's nämlich. So, Synchronlenkung counten wir. Wendefahrt. So, hoffentlich können wir es jetzt. Ah, wir haben die Starlenkung nun.
Ah. Komm schon. Sagt mal, warum kann ich mein Lenkrad nicht mehr benutzen? Ah, die Starlenkung. Gerade in Arbeit. Keine Ahnung. Je nachdem, weiter geht's. Rotaggregat zuklappen. Ganze Maschine zuklappen. So, das wäre es eigentlich schon im Großen und Ganzen gewesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn nicht, dann nicht. Wenn ja, würde mich ein Daumen nach oben sehr freuen. Ich bin mit dieser Starlenkung gefahren nicht vertraut, deshalb war es ein bisschen seltsam jetzt hier gerade. Was ihr hier vorne seht, ist auch noch. Ja, muss gleich aufhören. Dass man die Straße auch noch beschmutzen kann. Die Fahrbahn also. Ich fahre jetzt kurz mal ins Rübenfeld. Nicht gerade sehr professionell, aber egal. So. Jetzt kann ich es nochmal sehen. Sehr schön. Übrigens, ich habe hier unten irgendwas. Schwirrt hier immer rum. Da unten sehen wir es jetzt gerade. Ja. Das, was da unten jetzt gerade auf dem Boden ist. Das. Au. Also die KI hier in dem Spiel hat ja auch keine Rücksicht. So. Es würde mich sehr freuen, wenn mir jemand sagen könnte, was das da unten jetzt überhaupt ist. Ja. Egal. Na. Schön ist auch, dass die Klappe, also die Treppe hier ausklappt. Und wahrscheinlich habe ich noch zig Sachen übersehen, wie zum Beispiel, dass man das Abladerrohr hier auch noch bedienen kann. Dass das Frontlicht. Ja, das habe ich ja schon erzählt, das ganze normales Licht gibt es leider nicht. Sprich, dass man mit F aktiviert. Naja, das wäre es eigentlich schon so im Großen und Ganzen gewesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Daumen hoch würde mich sehr freuen. Feedback natürlich auch. Und ja, tschüss. Ja, und noch einen schönen Tag, Abend, Mittag und Morgen. Ciao.